Wo möchtest du hin? Es geht um dich. Was möchtest du am Ende deines Lebens sagen, das habe ich erreicht? Heute ist Silvester und dieses Silvester ist ganz anders. Und ich möchte dir einen Vorschlag machen, wie du dieses Silvester für dich möglicherweise zumindest zu einem kleinen Teil nutzen kannst, um im nächsten Jahr noch viel stärker, noch viel effektiver, glücklicher, erfüllter zu sein. Vielleicht erkläre ich es einmal so, ich reise selber gerne. Und jetzt mit Corona ist Reisen nicht so eine ganz tolle Sache, klappt nicht so richtig. Quarantäne und was weiß ich was, 100 Sachen, die mir nicht gefallen. Und vielleicht ist es für dich auch eine Idee, dass du sagst, solange ich nicht reisen kann, mache ich eine Reise nach innen. Mache ich eine Reise zu der Person, die ich werden kann? Mache ich meine Träume wahr, indem ich nach innen stärker werde? Wir werden wieder reisen können, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, auch im Sommer spätestens ist der Spuk vorbei. Aber jetzt ist er halt noch da und dieses Silvester ist anders. Und was ich dir sagen möchte, ist eine Übung, die ich seit Jahren mache, die mir unfassbar hilft. Ich schreibe mir einfach auf, in der Silvesternacht, bevor es mit der Feierei normalerweise losgeht, die wir dieses Jahr nicht machen können, also kannst du die Übung ein bisschen länger machen, ist, dass ich mir aufschreibe, was sind die 5 Bereiche des Lebens. Gesundheit, die sind alle gleich wichtig in meinen Augen. Gesundheit, Beziehungen, Geld, Emotionen, Job, Lebenssinn. Und natürlich ist Gesundheit schon noch so ein bisschen noch wichtiger als die anderen, aber alle 5 haben einen unfassbaren Stellenwert in unserem Leben. Und was ich dann mache, sind 2 Teile einer Übung. Der erste Teil ist, ich schreibe mir zu jedem dieser 5 Lebensbereiche 1 bis 3 Ziele raus, die ich für das nächste Jahr habe, für 2021. Also, welche Ziele hast du für Gesundheit? Welche Ziele hast du für Beziehungen, für Geld, für Emotionen, für Job, Lebenssinn? Wenn du nicht planst, wird dein Leben von anderen verplant oder vom Zufall oder von irgendwelchen plötzlichen Begierden oder von irgendwelchen Launen, Emotionen. Es ist wichtig, dass wir planen. Wenn du also aufschreibst, was du erreichen möchtest in diesen 5 Bereichen deines Lebens, sowas in der Art kennen manche Menschen. Vielleicht ist es dann schon etwas konkreter zu sagen, ich unterteile das in 5 Bereiche. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Wenn du das gemacht hast, dann frag dich doch mal, wo möchtest du in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren sein? Oder wenn du so alt bist wie ich, was willst du sagen können, was du in deinem Leben erreicht hast? Und das ist sozusagen dein Fixstern. So, wenn du in eine dunkle Nacht guckst, dann siehst du einen Fixstern, dann weißt du, wenn der Himmel zumindest frei ist, ohne Wolken, in die Richtung muss ich gehen. Das ist meine Richtung. So wie ich immer Europas Money Coach sein wollte. Wie ich immer Menschen helfen wollte, freier zu werden. Ein Leben in Erfüllung zu haben, in Freiheit, in Würde. Und dafür brauchst du eben Geld. Dafür brauchst du aber auch die anderen Lebensbereiche. Machen wir uns nichts vor. Also ich wollte ein super Coach werden. Und für die einen und anderen bin ich ein ganz brauchbarer Coach geworden. Du wirst es nie für alle gut machen. Es gibt durchaus welche, die sagen, den Bodo Schäfer, den kann ich nicht hören. Aber der muss nicht unbedingt auf diesem Kanal sein. Das ist dann schon auch ganz klar. Also, wo möchtest du hin? Es geht um dich. Was möchtest du am Ende deines Lebens sagen, das habe ich erreicht? Oder wenn dir das zu gewaltig ist, was willst du in meinem Alter sagen? Ich bin 60. Was willst du, wenn dir das auch noch zu weit weg ist, was willst du in 10 Jahren oder in 5 Jahren? Was willst du sein? Was willst du haben? Und was willst du tun? Und bei mir ist es ganz einfach. Ich will ein guter und wollte und will ein guter Coach sein. Das ist das Sein. Was will ich haben? Grenzenlose Freiheit. Im Rahmen der Dinge, die ich mir vorgenommen habe, möchte ich sehr, sehr frei sein. Was möchte ich tun? Ich möchte meinen Tag so einteilen, dass ich möglichst vielen Menschen helfen kann. Das ist die Lehrerseite in mir. Und ich möchte möglichst Schüler sein können. Ich möchte lernen können. Mein Tag ist immer so geteilt, in der Hälfte. Eine Seite ist Lehren, andere Seite ist Lernen. Und wenn das bei mir möglich ist, bin ich glücklich. So, finde heraus, was macht dich glücklich? Wie kannst du das machen?
Du stellst dich einfach irgendwo hin, setzt dich hin, was auch immer, machst vielleicht eine Kerze an oder spielst deine Lieblingsmusik, machst dann vielleicht mal die Augen zu, probierst das mal. Kannst du etwas visualisieren, was dich erfüllen würde? Es geht nicht darum, ob das realistisch ist. Du weißt, realistisch hält dich immer nur da, wo die Realität, die vermeintliche Realität ist. Sie hält dich nämlich in der Vergangenheit zurück. Sie hält dich fest. Sei nicht realistisch, träume. Träume, was könntest du in diesen Kreis für dich reinschreiben? Was möchtest du? Möchtest du ein Sänger sein? Was möchtest du haben? Was möchtest du tun? Überleg dir das. Also, du schreibst hier vielleicht einen Begriff rein und dann schreibst du darunter vielleicht so ein paar Dinge, was du dann hättest in deinem Leben, was du tun würdest und wie du dann wärst, wie du bist in deinem Leben. Also, du visualisierst und schaust mal, was an Gedanken kommt. Wenn das nicht klappt, machst du wieder die Augen auf, schaust auf die Kerze oder wo auch immer dein Umfeld ist, worauf du dich fokussieren kannst und fragst dich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, was ich in meinem Leben erleben darf, sein darf, tun darf, dann wäre das. Und dann guck mal, ob etwas hochkommt. Und wenn es nicht klappt, sag's nochmal. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, egal ob es realistisch ist oder nicht, was ich in meinem Leben wirklich erreichen möchte, was ich sein kann, was ich tun kann, was ich haben kann, dann wäre das. Und dann schau mal, ob dann etwas kommt. Und erstaunlicherweise, wenn wir uns so unter Druck setzen, setzen wir unser Gehirn kurz außer Kraft. Und dann kommt aus ganz tief in uns möglicherweise etwas hoch. Wenn das nicht funktioniert, machst du nochmal die Augen zu und guckst, ob dann etwas kommt. Meine Bitte ist, an diesem Silvester, verbringe mit dieser Übung deine Ziele aufzuschreiben mindestens 15 bis 30 Minuten. Und dann mach das, was ich dir gerade gesagt habe, ungefähr eine Viertelstunde. Wer weiß, was da kommt? Wer weiß, was da hochkommt in dir? Vielleicht kannst du es auch ganz schnell machen. Dann schreibst du danach eben nur auf, das möchte ich sein, das möchte ich tun, das möchte ich haben in Bezug auf das, was ich hier hingeschrieben habe. Das ist der zweite Teil der Übung. Und jetzt kommt der entscheidende. Wenn du das beides gemacht hast, dann frage dich doch bitte, wie kann all das, was ich hier aufgeschrieben habe, zu den einzelnen Punkten, wie kann das dazu beitragen, dass ich das erreiche? Und wenn es dazu beitragen kann, dann lass es stehen. Wenn es dazu nicht beitragen kann, dann mach es weg. Denn es ist nicht gut, gegensätzliche Ziele zu haben. Versuche dein Leben so auszurichten, dass alles in Richtung auf diesen Fixstern läuft. Egal wen du nimmst, ein super Sportler, ein super Schauspieler, super Sänger, die haben ihr ganzes Leben darauf fokussiert und dadurch erreichen die scheinbar unfassbare Dinge. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, du kannst das auch. Du hast etwas in dir, was kein anderer kann, das hier. Du musst es nur finden, du musst es hören, entdecken. Du musst dafür still werden und dann wirst du es hören. Du musst die Augen schließen, dann wirst du es sehen. Du wirst es fühlen. Vielleicht träumst du es, ich weiß es nicht, aber du wirst es wissen. Und dann tu alles in den 5 Bereichen deines Lebens, dass du das unterstützt. Da bin ich mir ganz sicher, dass es ein sehr produktives, ein ganz anderes natürlich, aber ein sehr produktives Silvester wird für dich. Vielleicht eins der wertvollsten überhaupt und vielleicht wirst du in Zukunft diese Übung jedes Jahr machen, auch wenn wir wieder miteinander feiern können. Von ganzem Herzen wünsche ich dir ein besinnliches, ein fantastisches Silvester und ein super, super Jahr 2021. Dein Bodo Schäfer.